Ja. Christliche Filme und ich haben ja eine lange Geschichte. Wer mich kennt, weiß das. Ich habe da so eine gewisse, ich will nicht sagen Hassliebe, aber die Qualität lässt manchmal zu wünschen übrig. So, und vieles hat sich bei mir auch nochmal geändert durch Chosen. Gut, es ist kein Film, aber es ist eine Serie, die auf einem anderen Niveau einfach läuft. So, und nun habe ich den Trailer gesehen, also noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es einen Trailer gibt zu einem Film, der heißt Jesus Revolution. Und der Jesus aus The Chosen, der spielt da mit. Er spielt nicht Jesus, aber er spielt einen Typen, der aussieht wie Jesus. Das habe ich auf dem Bildschirm gesehen. Und ich dachte, wir gucken uns den Trailer mal an und schauen mal, wie es so um die christliche Medienwelt bestellt ist. Hey, Square. I am not a square. I think we should invite Greg this weekend. What's this weekend? The mountain is high. How are you doing, Southern California? These people are hippies, rebels against old-fashioned authority. I think these kids need help. What they need is a bath. You're passing judgment on people you know nothing about. Maybe that's why your church is so empty. When God walks in here, brings me a hippie, I'll ask him what it's all about. Because I do not understand. This house has a very good vibe. There is an entire generation searching. Slow down, man, slow down. Just in all the wrong places. If you want to reach my people, you need to speak to them in a language they understand. If I bring them in, I'm going to lose my job. We can only walk through doors open to us. In your church, that's a door that's shut. Probably noticed we have some guests here today. I'd like you to meet my new friends. Welcome. They don't belong here. Half of them aren't even wearing shoes. They're staining the new shag carpet. They need our help. If you feel like you're misunderstood and judged, you will find forgiveness and freedom right here. That was awesome. Now that door is open any time of day. And if there are some who don't like that, well then that door works both ways. All right, Pastor, let's begin. I was almost done with this, but then you did what nobody else would even dare. This thing that we found, I feel like I belong. You're gonna need a bigger church. Country is a dark and divided place, but now there's hope and it's spreading. This is your home, and I want you to tell all your friends about it. Okay, der ist gut. Der ist gut. Also, habe ich damit gerechnet oder nicht? Jein, ein bisschen. Also, ich kenne das Buch, auf dem dieser Film basiert. Und zwar heißt das auch Jesus Revolution. Und ist von Greg Laurie geschrieben. Und ich habe es gelesen, weil es von Greg Laurie geschrieben ist, den ich ganz, ganz gut finde. So. Und das ist vor, boah, wann ist es rausgekommen? 2017, 18, 19, irgendwie sowas. Ich habe es letztes Jahr aber erst gelesen. Da wusste ich aber nicht, dass es verfilmt wird. Das ist nämlich eine ganz coole Überraschung für mich. Das war auch das Einzige, was ich bisher über diesen Trailer wusste. Und das beschreibt so ein bisschen die Geschichte von Greg Laurie. Also der ist Pastor in der Harvest Church in Kalifornien und kommt aus dieser Bewegung. Also er ist einer von diesen Hippie-Kids. Heute ist er irgendwie 60 oder so. Aber damals war eins von diesen Hippie-Kids gerade aus dem Trailer. Und der langhaarige Jesus, der heißt Lonnie Frisbee oder so irgendwie. Ich glaube, wie die Frisbee-Scheibe. Also Lonnie. Und dieser Lonnie, der kommt zu dem Pastor, den man gesehen hat, gespielt von Kelsey Grammer, diesem älteren Pastor mit seiner, ja, mit seiner leeren Kirche. Schönes Bild tatsächlich. Und auch der Satz nachher, naja, die Tür funktioniert in beide Richtungen. Nicht schlecht. Und da kommt Lonnie hin. Und das Spannende ist, der kommt aus dieser Hippie-Bewegung. Und was ich durch dieses Buch durchziehe, deshalb hat mich das so fasziniert, ist dieser Gedanke, das sind enttäuschte Hippies. Ja? Also das sind Hippies, die gedacht haben, naja, freie Liebe, mega, Gras rauchen, ne, keine sozialen Strukturen, die irgendwie alt und verstaubt sind und. Und die stellen aber durch diese Hippie-Zeit hindurch fest, naja, freie Liebe führt am Ende dazu, dass du eigentlich nur einsam bist. Und Grasrauchen führt dazu, dass hunderte Leute barfuß und abgewrackt und ohne Job und ohne Geld und ohne Zähne durch die Straßen von San Francisco laufen. Das heißt, sie sind alle enttäuscht von diesem Hippie-Movement-Ideal. Und nach kommen die, nutzt Gott das und die kommen zum Glauben. Das heißt, dieses Ding Jesus Revolution, weil das wirklich wie so eine Revolution so einmal die Küste von Kalifornien entlang gegangen ist und dann eben in manchen Kirchen, und das ist dann in dem Buch und anscheinend auch die Story in diesem Film, die halt in diese ja quasi fertigen, etablierten Kirchen kommen und oft eben vor verschlossener Tür stehen, weil es heißt, was sollen diese alten Hippies hier, weg mit denen, wir brauchen die nicht, die wollen wir nicht, raus, hier ist kein Platz für euch.
Oder die kommen in eine Situation wie hier und werden aufgenommen. Und das führt zu Reibereien. Das führt dazu, dass es auch mal Stress gibt in den Gemeinden. Aber das führt vor allem dazu, dass die Leute sich wieder auf das besinnen, was tatsächlich wirklich echt ist und was zählt. Und ich fand den Trailer tatsächlich ziemlich cool. Und das ist jetzt nicht, weil ich so eine Affinität zu Jonathan habe, der den Jesus bei Chosen spielt und der auch hier noch die, sagen wir mal ehrlich, der sieht noch mehr nach Jesus aus als bei The Chosen, ja? Also fast wie eine Karikatur von Jesus, aber er ist ja auch ein Hippie. Also von daher. Und ich werde den Film gucken. Ich finde den cool. Was mich beim Lesen, gehen wir nochmal einen Schritt weiter, ne? Was mich beim Lesen von dem Buch schon fasziniert hat, ist so ein Gedanke, der mir dann kam. Weil in dem Buch wird genau dieser Move beschrieben von, das sind Hippies, die eine Vision haben und die denken, die Welt wird jetzt anders und ne, wir retten den Planeten und so. Und die werden enttäuscht, Stück für Stück. Das freie Liebe-Ding funktioniert nicht, das Drogending funktioniert nicht und die Gesellschaft verändern funktioniert auch nicht. Was passiert? Diese Enttäuschung, die sie verspüren, die nutzt Gott. Und Gott spricht zu ihnen, kommt zu ihnen und sie bekehren sich und finden im Glauben eigentlich das, was sie im Hippie-Sein gesucht haben. Und ich habe mich schon beim Lesen letztes Jahr gefragt und ich bin gespannt, ob der Film das auch irgendwie thematisch abbildet. Ich habe mich beim Lesen schon gefragt, welche Gruppen sind das heute? Was ist mit Fridays for Future? Was ist mit letzte Generation, also hier in der Last Generation, die sich festkleben und so? Die haben ja auch die Anliegen, von denen ich, so leid es mir tut, auch oft davon ausgehe, dass die innerweltlich enttäuscht werden werden. Und ist es so, dass die eigentlich auf der Suche nach Jesus sind? Wenn du dazugehörst, vielleicht eine steile These, über die du noch nicht nachgedacht hast. Wenn du schon Christ oder Christin bist und merkst, was Jesus in deinem Leben verändert und dann vergleichst, was du eigentlich vorher gesucht hast, vielleicht gar nicht so steil. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht sozusagen analog zu heute? Und einen Schritt weiter, wäre es nicht ein Gebetsgrund und ein Grund für Hoffnung, genau dahin zu sagen, Gott, nutzt doch diese, gerade in der jungen Generation, nutzt doch diese Wut, diese Unzufriedenheit, die da gerade herrscht, um quasi so eine zweite Jesus Revolution zu starten, um so ein zweites Ding zu starten und sagen, das Hippie-mäßige, das Gesellschaftliche, das, was politisch motiviert ist, das wird dich am Ende enttäuschen. Aber Jesus wird es nicht. Ja, Gott wird dich nicht enttäuschen. Und dann ist doch die Frage, wo sind dann die Kirchen, wo die Türen offen sind für diese Menschen? Wo sind dann die Kirchen, wo die Gespräche stattfinden? Wo sind dann die Kirchen, wo sie reinkommen können und erleben, wie Gott Leben verändert? Wir sind ein bisschen hier abgekommen vom Trailer. Also, ne, was aber auch daran lag, dass ich medientechnisch im Trailer nichts auszusetzen hatte. Ne? Da hatte eine Musik, die passte, die Bilder waren schön, das Color Grading hat mir sehr gut gefallen. Das sieht aus wie 70er Jahre, 80er, Ende 70er, Mitte 70er für mich. Also schön. Kelsey Grammer spielt mit, den mag ich. Jonathan Rumi von The Chosen mag ich eh. Also es könnte ein Film sein, den ich gucken werde. Ich muss mal schauen, wird der in Deutschland ins Kino kommen? Ich weiß es nicht. Hast du ein Kino? Sag mir Bescheid. Hast du ein Kino in Kiel? Sag mir doch eher Bescheid. Ich hätte Bock, den hier zu gucken mit vielen Leuten zusammen. Wie gefällt dir der Trailer? Hast du ihn gesehen? Spielst du jetzt gerade mit mir? Hast du ihn vorher schon gesehen? Kennst du die Geschichte? Kennst du Greg Laurie? Kennst du diese Jesus Revolution Story? Dann schreib mir gerne was in die Kommentare. Lass da, wie du den Trailer fandest und lass auch da, was du vielleicht von diesem Gedanken hältst, den ich gerade hatte, mit wo die heutige junge Generation, die was verändern will, eigentlich gerade enttäuscht wird in vielen Punkten und wo sie eigentlich sozusagen merken müssen, dass Jesus die Antwort ist und was das mit unseren Kirchen machen könnte. So ein Gedanke. Wir sehen uns beim nächsten Mal.